Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, und zwar zu Total War Rome 2. Ich habe hier schon viel Total War Warhammer gezockt und ich dachte mir, ich habe mal wieder Bock auf den klassischen Teil, beziehungsweise es gab Rome 1 und dann Rome 2, und da habe ich Bock drauf gehabt, große Kampagne hier mit den keltischen Stämmen, mit den Avernen, mal ein bisschen zu kämpfen. Ob es eine komplette, ob es komplett fertig gespielt wird oder nicht, werde ich dann sehen. Aber ich hatte auf alle Fälle Bock, ein bisschen zu spielen, gerade auch, weil die Ankündigung gekommen ist, dass es den neuen Remastered-Teil geben wird. Und da hatte ich einfach Bock, wieder ein bisschen Rome zu spielen. Es ist ein Livestream, das heißt, gestreamt auf Twitch und nachträglich dafür hochladen, falls ich es hochladen werde. Gut, wir haben hier die Averna, gallische Reiterkunst, 20% Nahkampfangriff für alle Kavallerie. Kriegergesellschaft, plus 2 auf öffentliche Ordnung für jeden Krieg gegen eine benachbarte Fraktion. Dann spielen wir auf schwer, also Herausforderung, Spielschwierigkeit sehr schwer. Ich spiele so gut wie nie auf Legendär, ich mag das nicht so. Dann gallisches Handwerk, 20% Wohlstand durch Industriegebäude, das werden wir schön ausbauen. Und wir haben moderaten Bonus mit allen barbarischen Stämmen auf der ganzen Welt. Gut, da würde ich sagen, let's go! Wir gucken mal, wie das so geht. Eure alten Rivalen, die Aedui, versuchen euch zu behindern. Schließen sie sich nicht eurem Vorhaben an, so müsst ihr angreifen und Bibracte im Sturm erobern. Die mit euch verbündeten Piktonen unterstützen euch womöglich, doch bedenkt, dass auch eure Feinde Verbündete haben. Sucht ein Bündnis mit anderen galischen Stämmen und vernichtet alle, die sich widersetzen. Gallien muss vereint werden. Handel mit den Griechen von Massilia beschert euch Wein und Reichtum. Doch wird anhaltender Kontakt mit machthungrigen Mittelmeerländern unweigerlich zu Konflikten führen. Beim Teutates, sie werden die Macht eines vereinten Galliens zu spüren bekommen. So sprechen die Averna. So sprechen die Averna, alles klar. So, also, wir sind keltisches Volk. Was wir machen müssen, wurde ja gerade erklärt. Wir müssen die zwei Provinzen beherrschen, um ein bisschen Kohle zu kriegen. So, ich erkläre ganz kurz ein paar Sachen. Und zwar, wir haben hier die Fraktion an sich. Da haben wir eine Regierungsübersicht. Wir haben die Regierungsform. Wir sind ein Königreich, das heißt, unsere Familie ist Herrscher. Und diese Boni, die haben wir dementsprechend. Wir könnten das übrigens auch ändern, wenn wir wollen würden. Würde einfach ein bisschen viel Geld kosten. Ja, es gibt dann natürlich die anderen Fraktionen noch. Das wären in dem Fall Clan der Seepferdchen. Also Clan des Seepferdes. Die können rebellieren tatsächlich. Am Anfang ist man aber noch geschützt. Also 20 Runden lang ist man noch geschützt vor Bürgerkriegen, Sezessionen. Und ja, das ist der Aufbau hier. Es geht hier darum, unser Imperium zu vergrößern. Und hier ist die komplette Übersicht. Dann das, was sehr, sehr interessant ist, ist, wir haben die Familie, also unseren Clan, unsere Familie, wo wir hier den Anführer haben. Das ist momentan unser König, das ist sein Nachfolger. Und da sollte man natürlich möglichst früh schauen, dass die A, mehrere Kinder kriegen und B, gut ausgebildet sind. Hier gibt es verschiedene Intrigen, die man machen kann. Die Möglichkeit, Ehepartner zu suchen, Spiele zu organisieren in den einzelnen Provinzen, um da die öffentliche Ordnung ein bisschen zu erhöhen. Das werde ich dann im Verlauf des Spiels ein bisschen erklären. Ja, und tatsächlich eine der ersten Amtshandlungen hier ist, dass ich ihn verheiraten werde. Ich muss halt nur gucken, wie alt ist er denn? Er ist 18. So, und hier direkt am Anfang schon ein Trick. Es ist so, dass ja die einzelnen Figuren, die haben Gravitas. Das ist, wie wichtig ist diese Figur fürs Volk. Der LP-Channel ist einfach zu nice. Hab leider selten Zeit, live dabei zu sein. Weiter so. Dankeschön für Prime Sub. Dankeschön, Dankeschön. Und gerne. Ja, dafür ist der Let's Play-Channel da, dass man die Sachen nachträglich noch gucken kann, wenn man nicht so viel Zeit hat. Dankeschön, Mann, für 7 Monate. So.
Jetzt macht es natürlich Sinn, dass die Charakter von einem selbst kämpfen, damit sie mehr Gravitas kriegen, damit sie wichtiger sind für die Gesellschaft, damit die politische Struktur sich so verschiebt, dass die anderen unwichtiger werden und wir natürlich den größten Teil einnehmen. Also, dass wir möglichst viel Einfluss haben. Das machen wir am besten so, indem dass ich direkt am Anfang schon gucke. Hier, das ist Oxtaios, der König. Das ist er hier. Ich stelle ihn übrigens direkt an die Grenze, weil ich werde nachher sofort angreifen. Dann werde ich ihm... Also A, wir geben ihm hier ein paar Kämpfer noch zusätzlich. Ein paar keltische Krieger. Gebe ihm die gesamte Armee. Und löse ihn auf, weil er gehört nicht zu meiner Familie. Er gehört tatsächlich zu den anderen, zu den Feinden. Also Feinden in der Politik. Wo es in der Politik da auch nicht Freunde und Feinde gibt. So, das heißt, wir lösen ihn direkt schon auf. Und lassen unseren Sohn rekrutieren. Wir können nämlich jetzt insgesamt 2 Armeen halten und eine Flotte, weil wir noch nicht so groß sind. Das heißt, wir suchen direkt schon unseren Sohn. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie der heißt, vom Namen her. Ein klassischer Name. Oniorix. Wir suchen Oniorix. Klingt ein bisschen wie... Naja, ich sag's jetzt nicht. Ah ja, übrigens noch. Das haben sie noch hinzugefügt. Glaube ich zumindest. Frauen können jetzt auch kämpfen. Bei den keltischen Stämmen. Also bei den Barbaren können die Frauen mitkämpfen. Bei den Griechen, bei den Hellenen und auch bei den Römern können Frauen nicht mitkämpfen. Ich glaube, bei den östlichen Fraktionen auch nicht. Das ist ganz cool, dass hier die Kelten die Möglichkeit haben, dass auch da Frauen Generäle sein können oder Politikerinnen und so weiter und so fort. Dass die auch Einfluss nehmen hier. Ist übrigens geschichtlich sogar begründet. Gab es nämlich auch Frauen, die Anführerinnen waren. Aber hauptsächlich in den nordischen Völkern. Nicht häufig, aber vereinzelt gab es das. So, also wo haben wir ihn hier? Unio, das ist er. Mit einem wahnsinnig guten Namen. Dann setzen wir die Söhne des Brennus wieder ein, also das Vermächtnis, die Armee im Prinzip. Und wir setzen ihn direkt auf dem Pferd. So. Und hier ganz kurz rein. Also, dann haben wir das schon mal. Wir bereiten uns nämlich hier vor, um dann direkt Bibracte einzunehmen. Das wird relativ schnell gehen. Technologietechnisch werden wir, ich gehe mal ganz kurz drüber, wir haben hier Technologie, das ist alles Krieg, Infanterie und Bogenschützen. Das hier ist allgemein, also allgemeine Verstärkung. Hier Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr. Und das hier sind Kriegsmaschinen. Gut, hier sind glaube ich auch Bogenschützen dabei, aber Katapulte und all die Sachen. Wir gehen am Anfang direkt auf Holzarbeit Stufe 2. Denn ich möchte am Anfang direkt keltische Bogenschützen machen. Obwohl ich glaube, es sind gallische Bogenschützen. Die will ich möglichst früh haben. So, dann er ist jetzt General. Nein, noch nicht. Dann werde ich, glaube ich, noch ein Ründchen warten. Oder soll ich mit ihm schon Spiele organisieren? Nein, zum Spiele organisieren habe ich, glaube ich... Ah, das geht nicht, weil ich ihn ausgerufen habe. Gerüchte verbreiten. Gut, dann muss er noch eine Runde warten, bevor wir ihn verheiraten können. So. Was mache ich denn jetzt hier mit diesem schönen Plätzchen? Land. Wir könnten hier auf Bronzewerkstatt, um die besseren Krieger herzustellen. Dafür brauchen wir aber noch Technologie. Oder ich gehe auf Hornmacher. Weil... Nemosos ist eine Goldmine. Die können wir ausbauen. Die gehört zu der kompletten Provinz mit Lemonum und Burg Digala. Das heißt, hier wird Industrie gebaut. Und wenn ich Industrie baue, dann wird die Bevölkerung unzufrieden sein. Deswegen machen wir hier den Hornmacher. Ich glaube, das ist klug. Doch, machen wir. Den schicken wir mal hier rüber. Den Hornmacher. Aber das machen wir etwas verspätet. Ich werde nämlich zuerst die heiligen Anlagen bauen. Weil bei den heiligen Anlagen möchte ich bautechnisch hier über... Jetzt muss ich kurz gucken.
Heiligtum des Kubanus, weil wir hier dann auch mehr Industrieboni kriegen. Wir bauen zuerst mal das hier, das ist ganz gut. So, dann muss ich natürlich später das noch einnehmen, das werden wir jetzt schon vorbereiten. Denn Agenten haben die Fähigkeit, dass wenn ich sie im Feindgebiet aufstelle, dass sie Nahrung stehlen. Jetzt können wir hier gucken, wie viel er hat. Er hat 0 Nahrung. Das heißt, er ist ausgeglichen. Das, was er Nahrung reinkriegt, geht wieder raus. Ich bin das Messer. Total Rome oder heute Warhammer? Das ist Rome. Und die machen das. Wir stehlen die Nahrung und jetzt fällt er ins Minus. Dann kann er auch seine Truppen nicht mehr versorgen und die Garnison kann er nicht mehr versorgen und die werden über die Zeit verhungern und schwach werden. Und wenn die dann am schwächsten sind, greifen wir an. Das ist der Plan. So, jetzt kümmern wir uns nochmal kurz um die Diplomatie. Wir haben die Piktonen, mit denen sind wir willkommen, Schutzbündnis, militärischer Zugang. Ja, nicht reden, zuhören. Dann Massilia. Die versuchen wir jetzt zuerst mal zum Handel. Botschafter eines solch großen Volkes ehrt mich. Sehr schön. Mein Volk wird sich hierüber sehr freuen. Ich nehme an. Gold ist gewöhnlich eine Bezahlung für Dienste. Sind wir etwa Bedienstete für euch? Mhm. Bist du. Seht ihr denn nicht? Gemeinsam wären unsere Armeen unbesiegbar. Die Welt wird... Naja, ich bin schon dabei, aber du musst mir ein bisschen Geld geben. Es liegt uns fern, zu bedrängen oder einzuschüchtern. Doch solltet ihr euch eurer Position besinnen, ehe ihr antwortet. Wenn es nur ein bisschen ist, besten Dank. So. Ich danke euch für eure weise Bedächtigkeit. Dann haben wir hier oben die Namneten. Die lasse ich mal. Die Körnuten haben wir hier. Die Vivisker, die will ich hier später angreifen. Oh, die mögen mich gar nicht. Kriege ich hier vielleicht noch nicht Angriffspakt? Nein. Nicht Angriffspakt rein. Na, ich würde mal sagen, wir lassen das mal so. Ich hätte ihn echt gerne noch verheiratet, direkt schon am Anfang, aber das geht wohl nicht, ne? Na gut, dann geht's weiter. Nächste Runde. Ich werde möglichst schnell Bibracte angreifen, weil ich brauche eine große Siedlung. Wir müssen möglichst schnell Stabilität aufbauen, Sicherheit. Tja, mein Agent wurde entdeckt, das macht aber nichts. Der Politiker, den ich rausgeworfen habe, ist entkommen. So, jetzt seht ihr es. Seine Armee ist am Verhungern, weil er nicht genug Nahrung hat. Hier unten seht ihr, sie verlieren Truppenstärke. Auch die Garnison, die fällt gerade ordentlich runter. Das ist sehr, sehr gut. Ich erwarte eure Befehle. Und wir greifen hier an. Wir können hier nicht passieren. So, er hat 8 Truppen. Hat 4 Truppen. Hier hat er nochmal 8 drin. Ich belagere. Ich verstehe nicht, warum sie jetzt gerade ein bisschen laggt. Ich habe leichte FPS-Drops. Keine Ahnung, woran das liegt. So, der Sohn soll gleich noch mitkommen. Sturmwind, Dankeschön, Mann, für 11 Monate. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Ja, vielleicht steigt er dann gerade auch noch auf, wenn er gewinnt. So, jetzt sieht es schon besser aus, ne? Ist ausgeglichenes Verhältnis. Er hat 4 Infanteristen drin, das sind alles Distanzkämpfer. Eidgeschworene, das ist gefährlich. Leichte Kavallerie kriegen wir und die hier auch. Gut, dann greifen wir an. Wir greifen direkt an. Artista, moin, Hallöchen. So, Nebel. Nebel ist für uns eigentlich gut, weil die Distanzkämpfer so nicht so weit schießen können. Das heißt, wir behalten den Nebel bei. Nebel schränkt die Distanzkämpfer beim Schießen ein. So, von welcher Seite greife ich an? Also hier laufe ich in die Gefahr, dass wenn ich mich bewegen muss, dass ich hier die Türme nochmal mit einnehmen muss.
Wir haben hier, das sind die Türme, das sind Pfeiltürme, die verteidigen. Und die sind verdammt stark, beziehungsweise die, je länger der Kampf an dieser Stelle dauert, desto mehr töten sie. Deswegen ist die Verteidigung auch immer so gut. Also wenn man in Verteidigungsposition ist, sollte man die Türme immer mitnehmen. Ah, das sieht, die Seite sieht besser aus. Hier werde ich das Problem haben, ich muss in die Mitte, ne? Ich muss alle Feinde töten und muss die Mitte einnehmen, um die Stadt zu erobern. Wenn ich hier angreife, habe ich den Turm und diese Türme plus dieser Turm, die mir hier auf diesen Wegen, also dieser Weg nicht, aber dieser Weg, und ich werde flankieren müssen. Das heißt, ich brauche einen etwas breiteren Eingang. Das hier sieht viel besser aus. Hier hat auf der Seite einen einzigen Turm. Diesen Turm hier, der kommt mir gar nicht groß in die Quere, wenn ich hier in die Mitte will. Ja, außer wenn ich außen rum will. Aber er blockiert mich nicht allzu lang. Die Seite ist besser. Das ist so oder so gut, weil meine Verstärkung von hier hinten kommt. Alles klar, gut. Dann drehen wir das. Einen Moment. Die kommen alle hier hin. Wir nummerieren das mal schnell. Krieger! Gruppiert und bereit! Dann habe ich mal schnell zu drei und du bist die vier hier. Ich hoffe, man sieht genug, Chat. Ich hoffe, es ist okay. Und ich hoffe, es macht Spaß zum Zugucken. Freier Herbanner! Halt euch ihre Köpfe! Aus euren Wunden blutet und euch der Tod als einziger Freund erscheint, denkt an eure Vorfahren. Kriege ich den noch ein bisschen weiter rüber? Denn heute kämpfen sie an unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ja, ich teile das so auf, dass sie hier nicht so sehr hängen bleiben. Und ich bin mir überlegen, den Turm anzuzünden, damit er verbrennt. Ja. Steinschleuder kommen hier oben hin. Krieger bereit! Freie Männer! Befehl! Kampf bereit! Bewegt euch! Freie Herbanner! So, das ist mein Sohn, der jetzt gerade auf dem Weg ist hierhin. Ich werde nämlich versuchen, hier die Mauern einzunehmen, eine Truppe hier rüber zu bringen, um die Tore zu öffnen, um mit meinen Reitern reinzukommen und können, um seine Bogenschützen zu töten, beziehungsweise die Plankler sind Steinschleuderer und Wurfwerfer, also Werfer, Speerwerfer, die hier. Jugendliche, setzt sie in Brand! Bewegung! Katubaro, bereit! Bewegt euch! Was sagen wir? Ja, wir zünden den Pfeilturm an, er ist aus Holz, den können wir abfackeln. Die Stadt ist noch nicht so weit entwickelt, dass sie mit Steinen bauen. Obwohl ich gar nicht weiß, ob keltische Siedlungen jemals mit Stein gebaut haben. Ich dachte nicht. So, ich habe versucht, meine Steinschleuder hier auf ein bisschen erhöhte Position zu setzen. Ich lasse sie mal ein bisschen rüberrutschen. Meinen General werde ich direkt hier ansetzen. Er wird nämlich immer wieder mit motivieren, mit dieser Fähigkeit versuchen, die Truppen zu motivieren. Die auserwählte Schwerter. Könnt ihr den in die Rücken schießen? Okay. Ich will meine keltischen Schwertkämpfer direkt hier drin haben. Krieger! Krieger!
Unser General wird angegriffen. Gallische Krieger! Freier Gerbaner! Gerban! Freier Männer! Freier Gerbaner! Ah nee, die fliehen schon, das ist ganz, ganz mies, das ist ganz, ganz schlecht. Der Turm wurde zerstört. Na gut. Sperrkämpfer bereit zu Gerban! Freier Gerbaner! Gerban! Verstanden! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Rennt ihr verflucht! Freier Gerbaner! Krieger! Gerban! Freier Gerban! Sind wir alle da hoch? Schilden! Wo geht ihr bitte hier drüber? Die Chance bereit! Freier Gerban! Gerban! Unsere Männer fliehen von der Schlacht! Fliehen die schon wieder hier? Das ist ganz, ganz schlecht. Ich müsste halt eigentlich unbedingt die Reiter reinkriegen, um die hier zu töten. Krieger! Leit es! Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Mal gucken, ob das geht. Bewegung bereit! Krieger bereit! Brücke aus Krieger! Freier Gerbaner! Schafft die es hier rüber? Krieger! Ihr merkt schon, warum ich den Turm abgefackelt habe, weil wir hier unglaublich lange hängen bleiben. Was natürlich nicht gut ist. So, die werden motiviert. By the way, motivieren gibt Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr, Präzision und Nachladefähigkeit. Das heißt, egal ob du dich da nicht kennst oder Nahkämpfer. Das macht nichts. Solange wir es einnehmen, ist alles andere egal. Warum rennt ihr jedes Mal hier oben durch? Die wollen aus irgendeinem Grund da durch. Jugendliche! Wir stecken ihnen mitten ins Erz! Mitten ins Erz! Freier Gerbaner! So. Gelden! Ja! Bereit! Krieger! Das Schöne an den Kelten ist, die haben fast immer Speere dabei, die sie im Vorfeld, bevor sie auf zugehen, noch werfen. Werft ihr sie? Das ist übrigens mein König, also die Truppe meines Königs. Deswegen werden die auch verstärkt. So, wir dürfen gleich Panik kriegen. Ja, ich glaube, ich habe sie auch vergessen. Wir werden es ohne Kavallerie hier regeln müssen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Sie werden bereitbluten. Und wir werden es gewinnen. Mit Geschossen bewaffnete Krieger. Adelsreiter. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Es sind auserwählte Schwerter, die sind halt etwas zäh. Freier Gerbaner! Infanterie! Elite-Kavallerie! Krieger! Löst euch! Weg hier! Zurück! Kämpft ein anderes Mal weiter! Freier Gerbaner! Ein Könnt ihr langsam fliehen? Steinschleuder! Jugendliche! Und
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Come on. Die werden gerade vollkommen auseinandergeschossen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, ja, das ist ein schändlicher Anblick. Krieger! Die kämpfen immer noch. Die sind zu standhaft. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das sind Ablenkler, die rennen immer weg und versuchen dann wieder zu schießen, deswegen die kriegt man fast gar nicht. Das ist der Grund, warum ich ursprünglich wollte, dass wir hier die Kavallerie unbedingt reinkriegen wollte, um die hier einzuholen. Warum habt ihr jetzt aufgehört, die zu verfolgen? Was ist los mit euch? Jetzt haben wir es. Die kriege ich jetzt mit der Kavallerie dann gleich, weil dann kann ich sie einholen. Ja, ich versuche diese Herbaner noch wegzukriegen da. Ansonsten werden die einfach abgeschlachtet. Wir haben die Tore eingenommen. Ja, endlich. Wir töten sie alle! Kerben! Kommt bereit! Benedung! Unsere Pferde lieben Blut! Unsere Pferde lieben Blut, alles klar. So, wir fallen keine rein. Ist kein Turm in der Nähe, oder? Ja, gut. Es kann nämlich sein, dass wenn die hier kämpfen, die Generäle, dass die in der Schlacht sterben. Dann verliere ich natürlich. Männer, also einen König oder unter Umständen Nachfolger einer meiner Familie, Familienmitglieder, im Kampf. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Deswegen muss ich gucken, dass immer schauen, dass die Generäle sicher sind. Die nur im äußersten Notfall einsetzen oder sie so einsetzen, dass sie gegen Dinge kämpfen, gegen die sie safe gewinnen. Wir müssen vollständig fliehen, dankeschön. Und nicht so nah an den Turm ran da, bitte. Okay. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Vorwärts! Jetzt rennen sie wieder weg. Aber wir gewinnen es. Ich mache mal ein bisschen schneller hier. Kavallerie! Manchmal haben die echt komische Wege drauf. Das sind auch nochmal Eidgeschworene. Die sind ziemlich stark. Wir haben so viele Männer verloren. Oder vier kriegen eine Bibrakte. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Mieten ins Erz. Befehle! Gallische Krieger! So, ich mache das jetzt so, dass ich die umstelle. Die sollen nämlich ihre Wurfspeere werfen. Die haben nämlich noch Wurfspeere, das sieht man hier unten, das ist der blaue Balken. Die haben noch ein paar Wurfspeere dabei und die sollen sie hier einfach
Solange sie sich nicht bewegen, machen wir auch nichts. Geschosse bereit! Freier Herr! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Krieger! Und im verfluchten Söhne Galiens! Bewegung! Krieger bereit! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Soldat Kalian! Steinschleuderer! Rücke aus Krieg! Weil das sind Altgeschworene und Altgeschworene sind so ziemlich die stärksten. Töten! Kerber! Kampf bereit! Infanterie! Rückt aus Krieg! Bewegung! Steinschleuderer! Altgeschworene Krieger! Warum rennen die so komisch darum? Ja, wir umstellen sie einfach und versuchen sie dann niederzuprügeln. Ich hoffe nur, dass mein General hier nicht stirbt. Moin, moin, das falsche Tordor. Wie meinst du das falsche Tordor? Weil es nicht Warhammer ist. Ich hätte mal wieder Bock auf einen Plastiker. Ist das Total War Remastered? Nein, das ist noch nicht Remastered. Total War Remastered ist gar noch nicht draußen. Ja. Zieh meinen General hier raus. Ich will und der darf nicht sterben. Was passiert da gerade? Ja, das ist gut. Komm jetzt. Flucht, dann gehört zu uns. Jawohl. Teurer Sieg, aber Bibrakt ist unser. Sehr, sehr cool. Ich sehne mich nach einem Kampf. Sehr schön. Also, König ist aufgestiegen. Hat der eigentlich auch was gekriegt? Dafür, dass er mitgekämpft hat? Alter Schwede. Ich will ihn verheiraten. Er soll endlich auch eine Frau haben und Kinder zeugen können, dass die Familie größer wird. Nicht zum Aushalten. So, ein General, der aufsteigt, einen Rang aufsteigt, hat mehrere Möglichkeiten. Etwas, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich zuerst auf Krieger gehe. Einmal, einfach für mehr Hingabe, weil, ich zeige das mal hier, wenn Hingabe plus 4 hat, dann werden die Truppen stärker. Dann gehe ich meistens auf Strategie und dann auf Nachtkämpfe, weil da haben wir die Möglichkeit, das ist wie bei Total War Warhammer, die sogenannten Blitzangriffe, ist das hier einfach ein Nachtkampf. Das heißt, wenn mehrere Truppen nebeneinander stehen und man greift einen an, kann man Nachtkampf wählen, dann kämpft man in der Nacht gegen die jeweilige
die jeweilige Truppe. Und die Unterstützung kommt nicht dazu. Jetzt seht ihr hier, haben wir 5% Waffenschaden für die Einheiten des Kommandanten, Geschossschaden und so weiter und so fort. Genau, wie ein Blitzschlag im Prinzip. Ich sehne mich nach einem Kampf. So. Ich will stündlich bewachen. Jetzt muss hier mal kurz gucken. Okay. Der ist immer noch am Verhungern. Wenn wir jetzt die Chance dann ergreifen. Also ich habe ein bisschen Schiss, dass er hier... Er kann seinen Hafen ausbauen in einen Fischerhafen, dann kriegt er Nahrung. Das würde mir einen Strich durch die Rechnung machen, dass ich ihn direkt da holen gehe. Wir bauen die Mine aus. Nahrung habe ich bis jetzt noch genug. In Bibrakte. Ah, sehr schön. In Bibrakte werden wir hier das zu Holzarbeit weiterverarbeiten. Und jetzt haben wir neue Handelsmöglichkeiten. Ihr ehrt uns. Wenn wir fertig gesprochen haben, erwartet uns ein Mann. Ja, ihr seid weise. Willkommen, wir... Okay, dann haben wir mal einen Nicht-Angriffspakt auf der Seite. Das seid ist schon gegrüßt, mal gut. Mein Freund. Ich habe... Ihr sprecht von tiefer Weisheit, doch euer Angebot ist... Ich nerv's ein bisschen, dass sie kein korrektes Krieger Deutsch reden. Kein Krieger will im Kampf allein da stehen. Sollen wir nicht Schwertbrüder... Sollen wir nicht Schwertbrüder werden? Niemand sollte im Kampf alleine da stehen. Wir müssen reden, aber wir brauchen auch gutes Essen, ein warmes Feuer und noch wärmere Weiber. Unsere Ahnen würden in Schande gebracht, wenn wir auch nur eine eurer Münzen annehmen. Sie waren stolz, unsere Ahnen. Ja, hör auf zu reden, bitte. Rom 2 hat pro Provinz 3 Siedlungen, teilweise sogar 4 Siedlungen, manchmal auch nur 2. Massilia hier zum Beispiel ist eine kleine Provinz, das sind nur 2. Und Rom hat zum Beispiel 4 Provinzen. Hier, wo, also Griechenland und die baltischen Staaten hier theoretisch, gibt es die Makedonen, die haben hier, ich glaube das hier war es, diese, das ist ihre, sind 4. Die deutschen Barbarenstämme sind die mühsamsten in Rom 2, ja, sehr, sehr schlecht. Ich finde, sie hätten da ruhig... Also ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben, ne? So ein bisschen diese Barbarenstimmung aufleben zu lassen. Aber wenn du sie selber spielst und ständig dieses, oh, das ist nicht gut, bitte, please. Ne? Währenddessen die Hellenen oder auch die Römer eine klare, normale Sprache haben. Das ist halt schon auf Dauer ein bisschen anstrengend, finde ich zumindest. Ein guter Schweinbraten wartet auf euch. Ein guter Schweinbraten. Ja, mach nicht halt so. Gelob sei aber Goethe. Wenn eine Fraktion von einer Frau angeführt wird, ne, gibt es nämlich auch, das ist ja ein bisschen neu, das gab es am Anfang nicht, wenn eine Fraktion von einer Frau angeführt wird, redet die ein klares Deutsch. Die redet nicht so wie die Männer. Als ob die barbarischen Männer alles Trottel wären. Mein Freund, seid... Und die Frauen sind intelligent genug, eine andere Sprache zu lernen. Vielleicht ist es ein Hinweis, wer weiß. So, also. Ich denke, ich werde alles meinem Sohnemann geben hier. Die gesamte Armee und mit ihm dann das hier angreifen, dass er noch aufsteigt. Weil erst wenn er 20 Gravitas hat, kann ich ihn verheiraten. Also erst wenn er eine gewisse Wichtigkeit in unserer Gesellschaft erlangt hat, ist er heiratsfähig oder darf er heiraten. Franzosen halt. Ja, aber die Briten reden halt genauso. Und die Barbarenstämme in den baltischen Staaten oder im Baltikum, die reden halt eben auch so. Also die Udrisen oder die Geten. Oder die Kelten, die auf der türkischen Halbinsel sind, die Galanten. Heißen die Galanten? Nein, sind nicht die den Namen vergessen. Die alle die Iberber hier unten, die sind genauso.
So, also, mal kurz gucken, was die Sache ist. Er baut aus, ja, Stufe 2. Kann gut sein, dass er jetzt den gleichen Hafen macht. Er macht ziemlich sicher einen Hafen. So, ich kann jetzt einen Streiter rufen. Das mit den Agenten habe ich schon erklärt, ne? Sind Attentäter, können Geld stehlen, können Nahrungsmittel stehlen. Streiter sind unterstützende Einheiten für eine Armee meistens. Also alle können da unterstützen. Aber die Streiter haben da nochmal, die geben Erfahrungspunkte. Und das werden wir nutzen. Mal kurz gucken. Einkommen durch Plündern, Begleitarmee, mehr Kriegsgefangene. Chance auf verbrannten Attentat, Sichtfeld. Ja, wir nehmen sie hier mit mehr Kriegsgefangene. Mehr Kriegsgefangene bedeutet nämlich auch, dass wir nach der Schlacht mehr Gefangene verkaufen können oder versklaven können oder töten können. Und das gibt uns mehr Geld. Guter edler Freund, welche eine Ehre! Über lange Gespräche missfallen mir. Handel die Götter erlauben es mir nicht zuzustimmen, denn wir haben zu lange geredet und zu wenig gesagt. Ich weiß nicht, wie Sie das mit den Stimmen gemacht haben, dass die so sprechen. Ich meine, ich könnte es auch imitieren. Das wäre nicht das Problem. Bugidala müssen wir unbedingt einnehmen, damit ich hier weiterkomme. Ich bin am Überlegen, ob ich hier die Aufstellung öffentliche Ordnung plus 1 gestohlene Nahrung bei der Aufstellung. Agenten und all diese, also Spione oder Streiter, sind extrem wichtig in dem Spiel. Deswegen kann ich auch je nach Größe nur eine bestimmte Anzahl bauen. Aktuell kann ich nur einen Agenten, einen Streiter und eine Dings, wie heißt sie hier? Würdenträger oder Würdenträgerin rekrutieren. Ich muss schnell sein. Ja, eine Runde noch, dann hat er einen Hafen. Dann verhungern seine Leute nicht mehr. Also, ich habe 12. Er hat hier 12 drin. 8 Garnisonen. Soll ich meinen... Ja, ich schicke ihn mit. Sicher, sicher. Sie geht hier rein, erhöht die Erfahrung meiner Truppen. Nein. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Das ist gar nicht gut. Ich wollte mit ihm eigentlich noch ein paar Schritte gehen, weil er kann nicht in einem Atemzug angreifen. Er kommt nicht genug weit. Dann wollte ich einen Gewaltmarsch nach hierhin machen, damit ich sicher hinkomme. Jetzt habe ich eine Verzögerung von einer Runde. Wenn sein Fischerhafen jetzt fertig wird und er genug Nahrungsmittel produziert, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich ihn nämlich nicht aushungern lassen. Okay, wir stocken einfach die Armee auf.
Ihr ehrt uns, wenn wir... Euer Angebot erscheint zwar großmütig, doch ich fürchte, eine Zustimmung würde unsere Vorfahren missfallen. Missfallen. So. Ja, zwei. Der Fischerhafen produziert so viel, dass es reicht. Das ist ganz schlecht. Wie kann ich euch helfen? Ich lebe, um dem Volke Galiens zu dienen. Also wir haben 16 Mann hier. Er hat 8 Mann da drin. Also der Plänkler, Krieger, Stammeskrieger, auserwählte Schwerter. Einmal Kundschafter. Krieger! Herr die Götter und eure Vorfahren! Auf geht's! Ich sehne mich nach einem Kampf. So, immer hier den Tischler, dass wir die Bogenschützen kriegen. Und hier gehen wir dann auf Kopfgeldjagd, weil dann kriege ich die Bronzeschmiedestufe 2. Und wenn ich die Bronzeschmiedestufe 2 habe, kann ich auserwählte Schwerter herstellen. Oder ausbilden und auserwählte Schwerkämpfer. Und das wird die Basis unserer Armee darstellen. Seid gegrüßt, mein F***. Ihr seid ein guter Redner, doch ich fürchte die Geist. Ihr seid ein guter. Ich gebe ihm mal den militärischen Zugang und hoffe, dass er mich so sehr mag, dass. Nein, natürlich nicht. Ihr seid ehrlich, daher lehne ich. Ja, und du bist nicht ehrlich und gehst mir auf die Nerven. 19 Gravitas. Er ist 22. Oh, warte. Ich kann ihn hier befördern. Und dann dürfen wir ihn verheiraten können. Wir haben aber nicht genug Geld. Ich irgendwo noch Geld rausleiern? Ich warte mit Spannung auf eure Botschaft, die zweifellos von der Weisheit... Es liegt uns fern, zu bedrängen oder einzuschüchtern. Doch solltet ihr euch eurer Position... Diese Bedingungen sind nicht großzügig. Unser Gespräch ist schon lange vorbei. Euch wurde offen... Ah, Mann, gib mir noch ein bisschen Geld dafür. Mein Volk wüsste sicher etwas mit eurem Gold anzufangen, doch wüsste es immer, dass es... Gold ist gewöhnlich eine Bezahlung für Dienste. Sind wir etwa Bedienstete für euch? Ein bisschen Nervensäge, das bist du für mein mich. Mein Volk wird sich hierüber sehr freuen. Ganz ich toll. Nehme an, ich also. Werde eurer Gesundheit ein Opfer darbringen. Willkommen! Wir werden reden und dann speisen, bis uns die Bäuche rumoren und uns die Allerwerteste... Sicher, dies ist eine stattliche Summe, doch unsere Herzen sind... Jetzt haben wir hier ich noch werde Gold meinem ausgeleiert. Volk von unserem... Willkommen, würdiger Freund! Lasst uns Brot brechen aber das und sind Bier die diplomatischen trinken, Beziehungen, irgendwie Worte da was zu machen. Richtig mühsam. Willkommen, mächtiger Freund. So. Gut, er hat geheiratet. Sehr schön. Er baut jetzt die Siedlung aus in 2 Runden. Dann verliert er wieder Nahrung. Ich lebe, um dem Volke Galiens zu dienen. Jane, hallöchen. Jetzt hat er sich erholt. Das ist genau das, was ich meinte. Ich lebe, um dem Volke Galliens zu dienen. So, das erste, was wir hier machen, ist Wild. So haben sie nämlich die Möglichkeit, Raserei zu kriegen.
Und also alle Truppen. Ich kann allen Truppen die Fähigkeit Raserei geben und die ist sehr, sehr wertvoll. Ich lebe, um dem Volke Galliens zu dienen. Macht es Sinn? Wie viel Nahrung verliert er denn, wenn er eine Stufe höher ist? Minus 2. Dann ist er halt wieder auf 0, ne? Ich befürchte, dass ich ihn jetzt nicht besiegen kann. Gallien ist unsere aller Mutter. Ne, ich könnte auf Zeit spielen. Wir könnten warten, bis mein Agent noch mehr Erfahrungspunkte kriegt. Was für eine Chance hast du denn hier? 40, dass es funktioniert. Was kann ich noch? Und hier? 40, dass es funktioniert. Ne, ich lasse ihn in dieser Formation. Und dann warten wir halt einfach. Wir spielen ein bisschen, wir müssen ein bisschen mit Zeit arbeiten. Ich spiele gegen den PC. Gut, es sind nur 5 drin und viele, viele keltischen. Es sind Stammeskrieger, keltische Krieger. Was hat er hier drin? Die stärksten sind es tatsächlich nicht. Wenn ihr die Siedler noch um 1 ausbaut, ich sehne mich nach einem Kampf. Bewegt euch, Männer! Nehmt alles! Wir plündern hier ein bisschen, bis sich das wieder beruhigt hat. Also die Idee ist eigentlich, zu warten, bis er noch eins höher ist, um noch mehr Nahrung zu stehlen, um die Siedlung auszuhungern, weil ich kriege ihn sonst nicht down. Ich kann es versuchen anzugreifen, aber nein. Wenn ich diesen Fehler nicht gemacht hätte, dass mein Streiter hier drin ist, sitzt, sondern ich bis hier nach vorne gekommen wäre, dann hätte ich ihn noch angreifen können, wo seine Truppen nicht so gut regeneriert gewesen sind, weil mein Agent ja da ordentlich Nahrungsmittel gestohlen hat. Und dann hätte ich direkt angreifen können. Aber ich habe diesen Fehler gemacht, dass ich den Streiter in die Armee geschickt habe. Ich konnte keinen Gewaltmarsch mehr machen, bis an die Grenze hin, um dann nachher direkt anzugreifen, weil ich es über 2 Züge machen musste. Und dann hatten seine Truppen wieder genug Nahrung. Das ist sehr, sehr schlecht. Und Dankeschön für die 500 Bits. Vielen Dank, dass du Round 2 ausgegraben hast. Macht wieder Spaß, das mal zu sehen. Ja, Dankeschön. Zurück. Ich habe doch gesagt. So. Also jetzt hat er hat die Stadt aus... Ach, 4 Runden. Wie kann ich euch helfen? Ich baue das aus, gestohlene Nahrung, nochmal plus 1 pro Hingabe. Ich hoffe, dass das in der nächsten Runde genug ist. Er hat jetzt 4 Runden Zeit, um das Fischergebäude nochmal auszubauen und kriegt... Ah ja, er hat hier auch keltische Krieger drin. Ich hätte verloren. Wenn ich jetzt angegriffen hätte, hätte ich tatsächlich verloren. Rückblickend... War es die richtige Entscheidung? So. Ich schicke mal meinen König hier rein, damit die öffentliche Ordnung hier ein bisschen stabilisiert wird. Hier machen wir einen Hornmacher. Und da oben gibt es noch ein paar Bogenschützen. Ich freue mich, eure Weisheit. Ihr sprecht von tiefer Weisheit. Sicher, wir müssen reden, aber wir brauchen auch gutes Essen. Diesen Bedingungen kann ich nicht zustimmen. Euer Volk ist würdig, doch mein Volk... Ich greife dich gleich an und dann reiße ich die verdammte Stadt nieder, wenn du nicht behandelt reißt von mir. Ey. Himmel, Herrgott. Ich habe ihm alles gegeben. Nichtangriffspakt, militärischen Zugang...
bin ich bei minus zwei Nahrung. Ne, das geht schon. Die machen hier einen Hornmacher rein. Ja, ja, die Unterhaltungen sind unerträglich. Also, die Verhandlungen... Warte, hier, Moment. Ein Botschafter eines solch großen Volkes ehrt mich. Ich bin voller Erwartung. Mhm. Der redet normal, das ist angenehm. Mit denen zu verhandeln ist okay. Ich meine, sie haben immer die gleichen Sprachtexte, ab einer bestimmten Zeit ist halt so, ja, komm, jetzt halt die Klappe und gib mir endlich diesen Handelsabkommen. Aber das hier ist schrecklich. Das ist schrecklich. Guter edler Freund, welche eine Ehre ihr uns erweist. Kommt und sprecht, auf dass die Geister eure Worte hören können. Wenn jetzt jemand zu mir käme, der so Deutsch redet, dann würde ich sagen, ja, okay, ne, wenigstens er versucht, er redet Deutsch und so weiter und so fort. Aber wenn du hier ständig am Verhandeln bist und der immer und immer solche Sätze raushaut und dann immer die gleichen, boah, dann denkst du dir irgendwann so, komm, machen wir die Dialoge mal aus. Ist einfach fertig. Fertig. Manchmal ist es einfach fertig. So, also, wir haben 3 Runden Zeit, also 4 Runden insgesamt, aber 3 Runden, wo er den Hafen hat. Wo ich hoffe, dass wir ihn verhungern lassen können mit dem Agenten. Nein, es reicht nicht. Aber wie viel ist er denn? Er ist exakt bei 0. Das ist ja mies. Und dann haben wir noch eine Seuche. Wir sind echt geplagt. Ich erwarte eure Befehle! So, hier geben wir jetzt Drill, Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr und gewonnene Stärke, 16. Meine Armee ist definitiv stärker als seine, aber solange er hier in seiner Festung sitzt, kriege ich ihn da nicht raus. Also ich kann ihn nicht besiegen. Dann machen wir ein paar Bogenschützen rein. Ich hatte es anders geplant. Ich hatte es sehr, sehr anders geplant. Schade. Beim ersten Mal war es noch witzig, aber jetzt ist es nur noch anstrengend. So ist es. So ist es tatsächlich mit den Sprachdings. Ich meine, ich finde die Idee cool. Aber eben, wenn du immer, du versuchst so einen Nicht-Angriffspakt zu machen und hier noch ein bisschen Geld rauszuleihen und da einen Handelsvertrag und noch ein bisschen Geld rausleihen und hier und das und jenes. Ja, die Seuche hat übergegriffen, die ist jetzt auch hier drin. Oder? Ja, komm, wir plündern weiter. Für den Stamm. Habe ich plündern geklickt? Ja. Ehrt die Götter und eure Vorfahren. Wie lautet euer nächster Befehl? Ehrt die Götter und eure Vorfahren. Krieger! Wir warten mal noch. Ich versuche noch ein paar Bogenschützen ranzuholen und dann let's go. Plan A fehlgeschlagen, also Plan B ist Plan A durchzusetzen. ja, das ist jetzt interessant.